T25, T3, T4, T6, V-Band, Flansch. Was bedeuten diese ganzen Zahlen? In der Vergangenheit, wo es anfing, universelle Turbolader rauszubringen für den Motorsport, war, ich sage mal, Gerrit somit der Beginner der ganzen Sache. Damals hat man sich dann von der Serie abgeleitet zu den universellen Turboladern. Es wurden teilweise Lader aus Serienmotoren genommen und deklariert als Universalturbolader. Und die hatten verschiedene Flanschbilder. Damals fing man dann an, eine T2, T3 und T4 Serie aufzubauen. Und daher kommen die Bezeichnungen T2, T3 und T4 Flansch. Die Flanschgröße hat so ein bisschen auch die Turboladergröße hervorgegeben, weil der Flansch, die sind halt genormt, hat immer eine bestimmte Größe und umso größer die Zahl wird, umso größer wird auch der Flansch. Damit ist angepasst auch dieser Kanal, der Einlass für die Abgase und der wird, wie man hier sieht, dann auch größer mit dem größeren Flansch. Das heißt, größere Turbolader brauchen mehr Abgasmenge, die durchgeht, der Einlass muss größer sein, demnach muss auch der Flansch größer sein. Mit der Zeit ist dann entstanden aus T2 T25, dann gab es so Untergrößen, dann gab es aus T3 wurde irgendwann die GT-Serie mit GT30. Es gibt GT40, GT42, 45 etc. Basierend sind diese alle immer noch auf diesem T2, T3, T4 Flansch. Das heißt, wenn ihr GT30 lest, ist es der T3 Flansch. Lest ihr GT40, 42, 45, 47 sind es meistens die T4 Flansche. Mit Ausnahmen gibt es dann auch T6 Flansche für die großen Turbolader. Aber man kann im Prinzip sagen, T2, T3, T4, T6 sind so die Hauptgrößen der Flansche. Die sind alle genormt, das ist immer das Gleiche. Und dann gibt es nochmal Unterteilungen, wie zum Beispiel bei diesem Turbolader. Das sind dann Twin-Scroll-Flansche. Auf das Thema Twin-Scroll, Single-Scroll gehe ich nochmal in einem anderen Video ein. Aber vom Prinzip her sind das dann nochmal unterteilte Flansche. Und hier können sich die Maße der Lochabstände dann auch nochmal ändern. Das sind so Unterteilungen. Neu dazugekommen im Motorsport ist der V-Band-Flansch. Der V-Band-Flansch ist bei den meisten bekannt in der Abgasanlage. Der ist nicht befestigt mit 4 Schrauben, sondern der wird befestigt mit einer Schelle. Das heißt, ich muss nur noch eine Schraube lösen, um den Turbolader zu lösen. Das ist so ein bisschen, ja, ich sag jetzt mal, der Rennsportvorteil, lässt sich schneller auseinanderbauen, schneller wieder zusammenbauen, wenn man was wechseln will. Ist auch in der Position flexibler, wie der Turbolader eingebaut ist, etc., auch ein bisschen kompakter. Ganz generell lässt sich sagen, die Wahl des Flansches, die ihr habt, bestimmt in der Regel der Krümmer. Wenn ihr euch einen Gusskrümmer kauft, gibt es dort meistens ein gewisses Flanschbild. Und der Grund, warum es dann so viele Abgasgehäuse für viele Turbolader gibt, ist diese Wahl des, also um die Wahl des Turboladers leichter zu machen. Das heißt, ich kann heutzutage auch ein T3-Turbolader eigentlich, der original mit einem T3-Flansch kommt, mit einem T25-Abgasgehäuse oder auch einem T4-Abgasgehäuse ausstatten. Und dann habe ich natürlich den Wechsel dieser Flanschbilder. Für euch wichtig ist in dem Fall jetzt erstmal diese Unterscheidung T2, T3, T4. Dann gegebenenfalls bei T3 und T4 auch mit einer Unterteilung zum Twin-Scroll. Die Maße der Flansche sind immer standardisiert und immer gemessen am Lochabstand bzw. an der Lochmitte von diesen 4 Verschraubungen von dem Flansch. Wir blenden das jetzt einfach mal hier in dem Video ein. Für die, die sich das in Ruhe angucken wollen, drückt einfach mal kurz auf Pause. Und ansonsten findet man die Informationen auch bei uns auf der Internetseite. Anhand der Maße könnt ihr dann auch bei einem Krümmer, den ihr gegebenenfalls schon habt, ausmessen, welches Flanschbild ihr braucht und danach den Turbolader auswählen. Meistens ist dann logischerweise auch die Wahl bei dem Krümmer, ich sage jetzt mal der klassische T3-Flansch, immer so ausgelegt, dass da auch die Range-Turbolader ranpasst, die für die Leistung, die der Motor dann entwickeln kann, da ist. Nichtsdestotrotz gibt es aber für viele Sachen verschiedene Abgasgehäuse, um das zu wechseln, damit ihr euren gewünschten Turbolader auch an dem Krümmer, den ihr habt oder eventuell auch baut, dann auch fahren könnt. Zum Thema Bauen ist genau das Gleiche, also es ist genau andersrum. Ihr sucht euch den passenden Turbolader aus. Wenn ihr euch selbst den Krümmer baut, kauft ihr dazu den passenden Flansch, der dann an den Krümmer geschweißt wird und damit könnt ihr diesen Turbolader montieren. Ja, ich hoffe, es reicht erstmal als kleiner Eindruck. Wenn ihr weitergehende Fragen habt zu dem Video, schreibt uns unten in die Kommentare. Ich danke fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr beim nächsten Video dann auch wieder dabei seid.